Und jetzt sind wir zum zweiten Mal an einer ganz speziellen Probe. Es geht ums Requiem von Carl Jenkins. Und es ist aber etwas ganz Spezielles dabei. Es geht um eine Welturaufführung. Und bei mir ist der Raphael Sommer. Er hat zu der bestehenden Musik, die da ist, weitere Sachen geschrieben. Jetzt, Raphael, wie muss man sich das vorstellen? Hast jetzt du das bestehende Stück genommen und hast die Teile nochmal unterteilt und der Zwischenmusik gemacht? Oder hast du das Ganze umrahmt? Wie ist das? Mein Requiem ist ein Spezialfall. Und zwar habe ich mich darum befasst, was eigentlich vor dem Requiem kommt oder danach. Und das ist für mich das Leben. Und als ich das Requiem habe, entwickeln, war mein erster Vorgang, ich lasse mich von der Musik leiten auf dem Piano und habe dann plötzlich gemerkt, wie in Palästina und ich möchte eine Reise durch Israel erzählen. Und am Schluss ist man im Elysium statt im Paradies, das ist nämlich die Insel der Helden. Hast du das mit Worten sehr schön aufgemacht? Was hat denn das musikalisch bedeutet? Hast du dich da denn an Jenkins jetzt angelehnt, an den Stil, den er braucht? Oder ist das jetzt ein kompletter Raffi? Das ist komplett der Herr Sommer. Es ist eine klare Mischung zwischen grosser Filmmusik und Klassik. So wie ich es gerne habe, eine Reise und grosse Sinfonie mit viel Power. Jetzt sind Sie ja ein ganzes Sammelsurium von Chören, die zusammen waren. Hat das für dich jetzt einen Unterschied gemacht? Oder hast du gedacht, wenn ich jetzt die Musik rausbringe, kann sie dann nur von so einem Korpus auch bewältigt werden? Also das kann man jetzt nicht im kleinen Kammerorchesterli machen, oder? Nein, das ist natürlich nicht möglich und ohne Florian ist es nicht möglich. Das ist ganz klar, oder? Jetzt hast du ein ganz schönes Brückli gebaut. Ohne Florian ist es nicht möglich. Ein paar Worte zum Florian. Ich erlebe ihn auch hier mit einer totalen Liebe und Hingabe in diesem Stück drin. Egal ob Jenkins oder Sommer. Der Florian, der ist absolut dabei und hat mit voller Begeisterung meine Musik aufgenommen. Und er kann total gut zwischen diesen zwei Welten switchen. Und er versteht auch total gut, was es braucht für die Kompositionen. Egal ob Jenkins oder meine. Und das macht er mit voller Hingabe. Ich bin total fasziniert von ihm. Wunderbar. Man hat es auch gesehen, du hast ihm auch gerade wieder applaudiert vorher für die Arbeit. Ja, jetzt, genau. Wir sind jetzt in Solothurn, wo wir an Probe sind. Das wird auch in Murten aufgeführt. Und selbstverständlich, wir erwarten euch wo? In Basel. In der Klarenkirche. Und auch dort, denke ich, gibt es ein sehr spezielles Konzert. Also die ganze Truppe kommt auf Basel und feiert das auf. Wie lang geht das ganze Konzert, wenn man alles zusammennimmt? Das ganze Konzert geht 1,5 Stunden, vielleicht 1 Stunde und 40 Minuten mit einer kleinen Pause dazwischen, wo ich dann noch etwas zu meinem Requiem erzählen würde. Deshalb kann ich dir leider noch nicht alles verraten. Es ist wichtig, dass man schauen kann. Dann erfahrt man auch noch ein bisschen mehr über mein Requiem oder unseres. Wunderbar und nicht nur zu erfahren ist, es ist eine eindringliche Sache, wenn man die Töne hört. Und wunderschöne Musik möchte ich hier an dieser Stelle ein Kompliment machen. Heutzutage macht man auch ein komische Musik zum Teil und das ist doch wieder etwas, was ins Herz hineingeht. Und für euch in der St. Clara Kirche in Basel am 11. November auf jeden Fall ein Must, minder jetzt das schauen und euch 2 Stunden lang einfach verträumen lassen, gell? Jawohl, merci vielmals. Und wir gehen wieder hören.